Auch im Schwadorfer Adventdorf ist man vom Essen und Punschtrinken verführt. Die ersten Besucher kamen auf ihren Geschmack. Der neu sanierte Hauptplatz bot einen würdigen Rahmen. Das erste Adventdorf am Schwadorfer Hauptplatz wurde also eingeweiht, wo zahlreiche Vereine zum Punschtrinken einluden und die Besucher mit vielen Angeboten zu ihren Verkaufsständen lockten. Das ist ein Ort der Begegnung, hier kann man Leute treffen. Ich muss mir Zeit nehmen, um hierher zu gehen. Es ist ja oft unsere heutige Zeit davon geprägt, dass wir viel zu wenig Zeit füreinander haben. Und so ein Adventdorf lädt ein, sich diese Zeit zu nehmen, den Menschen zu begegnen, Gemeinschaft zu pflegen, Kontakte zu pflegen. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf Weihnachten, weil es ein Fest der Begegnung ist. Die Idee ist von einigen Gemeinderäten hier an mich herangetragen worden, ob wir nicht im Winter oder zur Adventzeit etwas, einen Markt organisieren können. In vielen oder fast in allen Gemeinden gibt es so ein Angebot und in Schwadorf hat das schon einige Jahre gefehlt. Und ja, ich war von der Idee angetan und habe eigentlich das von Anfang an unterstützt. Und durch den Ausschuss und durch die Vereine, muss man sagen, hat sich ein wunderbares Adventdorf hier ergeben. Das Besucherinteresse überstieg alle Erwartungen. Die vielen Aussteller von selbstgemachten Keksen und allerlei Handwerk waren ebenfalls mehr als zufrieden. Super. Nein, ich muss sagen, das erste Mal eben bezüglich der Hauptplatzeröffnung oder Umbau. Nein, ich muss sagen, es ist wirklich, die Vereine machen mit, das ist, glaube ich, der hauptwesentliche Punkt. Und es ist, glaube ich, ganz für Schwadorf ganz eine tolle Einrichtung dazu. Und wie wird es in den nächsten Jahren noch passieren sollte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein gelungenes Fest, muss man sagen. Ja, super. Es ist sehr schön geworden, ja. Es ist gut für den Ort, weil da kommt man doch mit Leuten wieder zusammen und so. Nein, finde ich toll, die Idee. Hoffentlich bleibt es halt, dass jedes Jahr es gemacht wird, ja. Viele Leute sind da. Das macht die ganze Ortschaft nicht. Von der Schule über die Vereine. Jeder macht mit daher. Kann man sagen, ich bin zufrieden. Was macht man da eigentlich am meisten? Geschenke kaufen oder doch essen und trinken? Naja, das mit dem Trinken ist eine schwierige Sache. Nicht? Also wenn man unterwegs ist mit dem Auto, gilt immer das Motto Don't drink and drive. Und ja, also man plaudert ein bisschen und die eine oder andere Köstlichkeit ist schon dabei, wo man bloß naschen auch kann. Ja. Adventmarkt und Weihnachtsmarkt, das gibt es in Hülle und Fülle, diesen Ausdruck. Und wir waren auf der Suche nach einem neuen Begriff. Und ja, wir haben gesagt, das ist ein Adventdorf, wir sind ein Dorf. Und das haben wir halt so diesen Titel hier gegeben. Ja, und das war eigentlich das, wir wollten sich ein bisschen unterscheiden von anderen. Für beste Stimmung war also gesorgt. Und zum Abschluss waren sich alle Beteiligten und Besucher einig, das Schwadorfer Adventdorf braucht im nächsten Jahr unbedingt eine Fortsetzung.